Heute gibt es ein kleines, aber feines Video. Ich hatte eigentlich gesagt, heute kommt keins, zumindest im Stream habe ich das gesagt. Aber wir haben heute ein wirklich Mini-Video für euch über Wiederherstellungssteine. Wir sind heute auf meinem NA-Account, weil natürlich der EU-Server mal wieder leckt. Ja, er leckt mal wieder. Aber naja, gut. Deswegen haben wir auch noch einen US-Account, da kann man flüssig spielen. Nee, also ich hoffe, die klären das, beziehungsweise lösen das Problem. Vielleicht ist es bis heute auch schon geklärt, weil ich nehme das Video am Montag auf. Ihr seht es jetzt hier am Mittwoch als kleines Zusatzvideo, auch wenn es nichts Großes ist. Wir haben hier natürlich Zurücksetzen, das heißt Wiederherstellungssteine. Das sind diese kleinen grünen Steine. Wo ihr die bekommt, werde ich euch natürlich auch noch zeigen und wie oft ihr die bekommt im Monat, werde ich euch auch zeigen. Aber wir bekommen hier, wenn ihr hier auf Zurücksetzen klickt, natürlich das ganze Gold wieder. Schaut euch das Gold an. Das ist erst maximal erweckt, erst maximal geskillt. Und alles. Das sind auch die Anforderungen, die ihr braucht, ne, um ein Monster, sag ich mal, auf Maximum zu bringen. Hier sind natürlich keine Devilmons drin, hier sind Stücke drin von zum Beispiel Tesarion oder Akamir oder selbst natürlich von Theomas, weil ich den halt sehr oft mittlerweile hier gezogen habe, aber der Account, der existiert halt jetzt schon bald 5 Monate. Und dementsprechend sieht er jetzt auch so aus und ist die Stärke natürlich etwas höher als, sag ich mal, auf dem EU-Account. Also schon sehr viel stärker. Aber das bekommen wir alles zurück. Das heißt, wenn ihr Fehler macht, sehr gut. Das Spiel möchte, dass ihr Fehler macht. Ist es einfach so. Und dann könnt ihr einfach ein Monster zurücksetzen. Achtung, geht gut mit diesen Wiederherstellungssteinen um. Ihr bekommt nicht unendlich viele jeden Monat. Also, gehen wir mal zu den Optionen. Option 1 ist natürlich mit jedem Charakter spielen und in der Hauptstory so einen Stein bekommen. Das heißt, wir haben schon mal 3 wunderbare Steine. Option 2 sind natürlich hier diese Buchgeschichten, die wir hier haben. Da gibt es auch unter anderem in diesen Buchgeschichten so einen Stein gratis. Ich gucke gerade nur, bei welcher Stage das war. Hier zum Beispiel bekommen wir so einen Stein hier gratis, so einen Wiederherstellungsstein. Ich glaube, in einem anderen Kapitel, man sieht es immer so schlecht, hier bekommen wir auch nochmal einen. Also hier bekommen wir auch ein paar für den Start einfach, wenn man als Anfänger Fehler macht. Immer wunderbar. Aber wann bekommen wir den eigentlich, wenn wir alles fertig haben? Was heißt, wir haben keine Steine mehr, blöd ist. Ja, ganz klar, im Turm. Jeweils bei TOA normal und TOA hart. Auf der 70. Also das heißt hart natürlich, also schwer und auf normal gibt es diese Steine jeweils einmal im Monat. Ansonsten könnt ihr diese Steine durch Events ergeiern. Ich gucke mal, ob, nicht ergeiern, aber ergattern. Wir gucken mal, ob es aktuell ein Event gibt, die uns so einen Stein hier geben. Nein, aktuell ist kein Event, aber ansonsten kommt es manchmal vor, dass ihr natürlich so einen Stein gedroppt bekommt, beziehungsweise durch Events ergattern könnt. Das war eigentlich schon dieses kleine, aber feine Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Morgen gibt es natürlich auch wieder ein Video. Ich wollte dieses kleine Zusatzvideo hier nur für euch machen, damit die Frage geklärt ist und ihr einfach keine Angst mehr habt, auf Zurücksetzen zu klicken. Danke fürs Zuschauen, haut rein, viel Spaß und ciao.